Hallöchen. So, heute das versprochene Frage-Antwort-Video. Ihr solltet ja unter meinen 1000 Abonnenten-Special ein paar Fragen drunter schreiben, die ihr so an mich habt. Da habe ich mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rausgesucht. Ich blende euch die Fragen dann hier mal ein und ich versuche die mal möglichst gut zu beantworten. Hier habe ich mir das ausgedruckt, hier sind die Fragen drauf, aber ich blende euch die ein, deswegen ist das nicht wichtig für euch. Einstellung ist heute mal vielleicht ein bisschen anders. Ganz einfach, weil ich es bequem haben wollte. So, erste Frage von David Kuhlmann. Was hast du für einen PC? Also was ist alles drin? Liebe Grüße, David. Also ich habe einen Laptop, der ist schon, puh, 6 Jahre circa. Bisschen was über 6 Jahre mittlerweile schon. Wird auf jeden Fall Zeit für einen neuen. Das ist ein Acer Aspire 7750G. Der hat einen Intel Core i5 drin mit 2,9 GHz. Der hat eine AMD Grafikkarte drin, eine 6650 mit 1 GB 17,3 Zoll LED Display, 4 GB Arbeitsspeicher, 57 GB Festplatte. Ja, und so ein Schnulli-Pups USB 3, also das war damals so das Beste, was man bekommen konnte für Geld. Außer jetzt Alienware und ja, er verrichtet noch seine Dienste, aber man merkt langsam, dass er auch noch ein Laptop ist, dass er langsam echt Probleme bekommt mit manchen Dingen. Also große Videos rendern, das dauert schon eine ganze Ecke. Und ja, wird auf jeden Fall bald ein neuer kommen. So, nächste Frage ist von Wolfgang Huber. Hey, the German OC Channel, mal eine Frage. Wie lange betreibst du das Hobby schon? Liebe Grüße, Wolfi aus dem schönen Österreich. Ja, Österreich ist wirklich schön. Da war ich auch mal ein Dreivierteljahr ungefähr, habe ich da gewohnt und gearbeitet. In Oberösterreich, aber ist ja erstmal egal. Also, das Hobby betreibe ich. Tja, das ist schwierig bei mir, weil ich hatte immer so eine Phase, wo ich das ein Jahr lang oder sowas betrieben habe. Da waren wieder andere Dinge wichtiger. Und dann habe ich es mal wieder ein Jahr lang gemacht oder so. Also, ich glaube, an fing das ziemlich früh, weil mein Opa war Eisenbahner. Also, der war selber auch Lokführer in der Grube früher. Hat auch zu Hause hobbymäßig Eisenbahn betrieben. Also Modelleisenbahn, H0, glaube ich, war das. Mein Vater hatte viele Flugzeuge, aber Modelle. Also fing das dann halt an mit RC, aber irgendwann hab ich mich dann mehr für Motorräder interessiert und Motocross und sowas. Und dann war das wieder weg. Dann fing es mal wieder an, weil der Kumpel sich damals einen Verbrenner geholt hatte. Haben wir dann damit angefangen. Dann war es wieder weg und wo ich den Kanal hier eröffnet hatte, ein paar Monate vorher, bevor ich den Kanal hier gestartet habe, habe ich damit eigentlich erst wieder richtig angefangen und mich da wieder richtig reingefuchst. Tja, dann kommen wir gleich mal zur nächsten Frage von Damien Privat. Damien, wenn du mir Fragen stellst, ich kann dir nicht antworten. Du hast diese Antwortfunktion aus. Aber naja, deswegen habe ich dich jetzt hier mit reingenommen. Und zwar bist du rein zufällig unser Sportlehrer, weil von der Stimme her, was bist du und mein Sportlehrer dieselbe Person? Nein. Also Sportlehrer bin ich definitiv nicht. Ja, so viel dazu. Dann haben wir noch von Benny Rohr. Kann man solche Aufkleber, die du auf deinem Brat, das von der GoPro hattest, irgendwie erwerben oder so. Das ist bestimmt hier T9, er meint sicherlich den Koffer, also die Tasche. Benny, du hast wahrscheinlich schon Post von mir bekommen. Und zwar habe ich mich da so entschlossen, da Benny der Erste war, der nach Stickern von mir gefragt hatte, habe ich ihm einfach zwei kostenlos zukommen lassen. Wie das. Weiß ich nicht, wenn die Anfrage da ist, weiß ich nicht, kann man darüber wahrscheinlich reden, aber
So ist es zurzeit, lohnt sich das nicht, da extra Sticker machen zu lassen. Ist einfach so. So, nächste Frage. Hadl Modellbau. Ein geiles Video, ist mal was anderes, gefällt mir. Meine Frage, liebst du mich? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich liebe deine Lackierung. Ich hoffe, das reicht dir. ja. Nächste Frage von René Bernd. Wieso hast du eine PS4? Die Xbox One ist doch viel geiler. Für die gibt's Halo. Ich hatte eigentlich immer alle Konsolen. Ich bin ja so ein kleiner Gamer. Und zwar das hat bei mir angefangen mit Sega Mega Drive und Sega System 2 oder sowas. Dann kam PlayStation 1, dann hatte ich die PlayStation 1, dann hatte ich die PlayStation 1 Slim oder One hieß die früher, dann hatte ich die Xbox, dann hatte ich die PlayStation 2, die große, die kleine, dann hatte ich die Xbox 360, die große und die kleine, PlayStation 3 hatte ich auch, die große und die kleine, und jetzt habe ich die PS4. Die Xbox wird sicherlich noch kommen, also denke ich mal, aber nicht wegen Halo, sondern wegen Forza. Ich bin totaler Forza-Freak. Also ich habe mir immer die Xboxen, die ich hatte, habe ich mir nur wegen Forza gekauft. Ich hatte sonst kein anderes Spiel. Ich hatte immer nur Forza für die Xbox. Halo, ja, ich bin zwar Shooter, spiele zwar viele Shooter, also Call of Duty, Battlefield, DayZ, Arma und sowas. Aber Halo war nie so mein Ding. Ich hatte damals mal probiert mit Unreal Tournament, aber das war auch nicht so meins. Das ist nicht so meins. Also, und ob die geiler ist, naja, ich meine, die Xbox One, die ist so groß wie ein uralter VHS-Rekorder, braucht immer noch ein externes Netzteil. Also, so überzeugt hat mich Microsoft damit irgendwie nicht diesmal. Aber naja. Okay, nächste Frage. Long Gamer 47 LP. Hier mal zwei Fragen. Erstens, was hast du für ein Videoschnittprogramm? Zweitens, was hast du für einen PC? Das mit dem PC hatte ich ja schon beantwortet in der ersten Frage. Videoschnittprogramm. Ich benutze zurzeit Magix Video Pro X6. Ich switche aber immer wieder mal, weil das perfekte Programm habe ich für mich nicht gefunden. Ich hatte damals zum Beispiel mal mit einem Multikulti-Laser gesprochen. Er benutzt Adobe. Habe ich mir dann auch besorgt. Fand ich irgendwie nicht so pralle. Weiß ich nicht. Viele schwören ja auf Adobe. Ich kam damit irgendwie nicht so wirklich zurecht. Ist mir alles zu umständlich. Frisst alles viel zu viel Zeit. Mit dem Magix bin ich echt zufrieden eigentlich. Man kann viele Spielereien machen, gerade mit so Bauchbinden oder Titel oder was auch immer oder irgendwelche Effekte. Aber ja, wie gesagt, ich switche öfters mal. Ich benutze echt extrem viele Programme. Ich habe früher zum Beispiel auch immer wieder mal Effekte eingefügt. Also jetzt nicht bei diesem Kanal, sondern damals bei meinem Gaming-Kanal. Cinema 4D oder mit After Effects oder was auch immer. Also ich lege mich da eigentlich nie so wirklich fest, was ich da dauerhaft benutze für Programme. Aber ich empfehle immer Anfänger, die jetzt anfangen wollen mit diesen Schnittprogrammen und sowas. Also als allererstes Movie Maker, weil das ist kostenlos und man kann damit einiges machen. Oder dieses GoPro Studios, das könnt ihr euch bei GoPro auf der Webseite kostenlos downloaden. Das habe ich auch mal probiert. Das ist auch nicht so verkehrt dafür, dass es kostenlos ist. Kann man da echt eine Menge mitmachen. Und als erstes Schnittprogramm, wenn man jetzt nicht gleich so tief in die Tasche greifen will, Cyberlink Power Director. Müsst ihr mal gucken, welches. Ich habe immer die 10 benutzt. Das habe ich damals auch zum Beispiel der Silver aus hier empfohlen. Das hat alles, was man braucht. Ja, das geht damit auch schon. So, das war's. Die Liste ist leer. Auf der Cam stehen jetzt knapp 10 Minuten, 9 Minuten 40 oder sowas. Ja. Ich habe vor, aus diesem Video hier eine Reihe zu machen. Also, die, was weiß ich, einmal im Monat kommt oder
je nachdem, wie viele Fragen es sind, vielleicht auch einmal in der Woche mal schauen. Also wenn ihr weitere Fragen habt über irgendwas, postet sie hier drunter und dann taucht das auf jeden Fall im nächsten Video dann mit auf, würde ich sagen. Ich finde, das kann man mal machen zwischendurch. Ja, ansonsten, ich warte immer noch auf Teile. Die Post streikt zurzeit. Das ist echt ein Problem zurzeit. Und ja, mal schauen. Das Wetter heute ist es mal wieder Bombe. Mal gucken, was so noch kommt an Videos. Lasst euch überraschen auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, lasst mir Kommentare hier. Im nächsten Video werden die dann mit Sicherheit auftauchen. Und ich wünsche euch noch ein schönes restliches Ostern. Feiert mit eurer Familie oder sammelt ein paar Eier. Betrinkt euch nicht zu hart und lasst eure Autos heile. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.